In dieser Einheit geht es über Induktion und Invarianten. Induktion, ein beliebtes und bekanntes Beweisverfahren aus der Mathematik, und Invarianten dann eine Anwendung in der Informatik, nämlich wie wir Aussagen über Schleifen treffen können. Wir beginnen mit Induktion, also vollständige Induktion oder einfach auch nur Induktion, ist eine wichtige Beweismethode, um Aussagen a von n für alle natürlichen Zahlen zu beweisen. Also wir möchten irgendwas beweisen und sagen, das gilt für n gleich 1, n gleich 2 und so weiter. Ein Beispiel ist, für alle natürlichen Zahlen n größer gleich 1 gilt, dass wenn wir die ersten n Zahlen aufsummieren, dann kommt raus n mal n plus 1 halbe. Also die Aussage ist, wenn wir etwas addieren, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, dann ist das 5 mal 6 halbe, also 15. Und das stimmt. 5 plus 9, 5 plus 4 ist 9, plus 3 ist 12, plus 2 ist 14, plus 1 ist 15. Um jetzt sowas allgemein zu beweisen, macht man Folgendes. Wir machen den Induktionsanfang. Also beweisen, dass die Behauptung stimmt für n gleich 1. Auf der nächsten Folie mache ich das im konkreten Beispiel. Und dann machen wir den Induktionsschritt, nämlich für alle n größer gleich 1 zeigen wir, wenn die Aussage für n gilt, dann gilt sie auch für n plus 1. In dem zweiten Schritt nennt man das a von n die Induktionsvoraussetzung und das a von n plus 1 die Induktionsbehauptung. Jetzt kann man so einen Induktionsbeweis bei 1 beginnen oder bei 0 beginnen. Das ist je nachdem, für was man eine Aussage treffen will. Und manche Leute machen den Induktionsschritt nicht von n plus 1, n auf n plus 1, sondern von n minus 1 auf n. Das ist Geschmackssache. Ich mache lieber von n auf n plus 1. Sehen wir unser konkretes Beispiel an. Also die Behauptung ist diese Summenformel. Die Aussage für n gleich 1 lautet, wenn wir also summieren 1 bis 1, also nur die 1 auf der linken Seite haben, dann ist das das gleiche wie 1 mal 2 halbe. Und das stimmt, das ist 1 mal 2 geteilt durch 2. Also das ist richtig. Jetzt machen wir einen Induktionsschritt. Also die Aussage für n lautet, wenn wir summieren 1 bis n, dann kommt raus n mal n plus 1 halbe. Und jetzt die Aussage für n plus 1 ist, wenn wir summieren bis n plus 1, dann kriegen wir n plus 1 mal n plus 2 halbe. Der Beweis des Induktionsschritts ist also jetzt so, wir möchten summieren 1 bis n plus 1. Wir schreiben das als die Summe von 1 bis n und dann addieren wir noch n plus 1 dazu. Jetzt darauf können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden und sagen, das ist n mal n plus 1 halbe und das plus n plus 1 bleibt stehen. Jetzt haben wir hier n plus 1 und hier n plus 1. Das ziehen wir raus und kriegen n halbe plus 1 mal n plus 1. Jetzt bringen wir das hier noch auf einen gemeinsamen Nenner und kriegen n plus 1 halbe. Jetzt haben wir die Induktionsbehauptung bewiesen. Das hat auch noch einen anderen schönen Beweis. Wenn Sie jetzt sich die Zahlen hinschreiben, die Summe, und Sie schreiben sie auch unten drunter nochmal drunter, aber jetzt umgedreht, dann ist das ja auch genau die gleiche Summe. Jetzt, wenn Sie spaltenweise summieren, kriegen Sie immer n plus 1. Und das kriegen Sie n mal. Das heißt, die Summen da oben drüber müssen immer n mal n plus 1 halbe sein. Machen wir noch einen zweiten Beweis. Dann noch einen dritten. Also jetzt ist meine Behauptung, für jede n-elementige Menge von Kugeln haben Farben, haben alle Kugeln die gleichen Farbe. Kurz sage ich dafür, die Menge ist
einfarbig. Der Induktionsanfang. In jeder einelementigen Menge von Kugeln haben alle Kugeln die gleiche Farbe. Natürlich, das stimmt. Da ist eine Kugel drin, die hat eine bestimmte Farbe. So haben die alle gleiche Farbe. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Wir nehmen an, jede n-elementige Menge von Kugeln ist einfarbig und zeigen dann, jede n plus 1 elementige von Kugeln ist einfarbig. Also nehmen wir an, wir haben 5 Kugeln, die irgendeine Farbe haben, das wissen wir noch nicht. Jetzt, da gibt es sicher da drin zwei verschiedene Kugeln, denn n plus 1 ist größer gleich 2. Ich gebe ihnen meinen Namen, A und B. Jetzt, wenn wir das A rausnehmen, kriegen wir eine Menge von Kugeln, die 1 weniger ist. Und nach Induktionsvoraussetzung ist die einfarbig. Wenn wir das B rausnehmen, kriegen wir auch eine Menge von Kugeln, die ist einfarbig. Und jetzt, wenn wir unsere Menge eine Kugel in dem Schnitt anschauen, dann ist die, nennen wir die mal C, die hat eine bestimmte Farbe. Sagen wir mal, die ist blau. Ups, geht denn doch, die ist blau. Dann wissen wir die Menge, nachdem wir das B rausgenommen haben, die ist kleiner. Das heißt, alle Kugeln hier sind blau. Und wenn wir das A rausnehmen, haben wir auch eine kleinere Menge. Und das heißt, das B ist auch blau. Und ich habe wieder bewiesen, dass die alle die gleiche Farbe haben. Jetzt hier nochmal ein Text. Sei das also eine n plus 1 elementige Menge von Kugeln, sind A und B zwei verschiedene Kugeln in S, die gibt es, weil n plus 1 größer gleich 2 ist. Dann sehen wir uns die Mengen an, wo wir einmal das A rausnehmen und einmal das B rausnehmen. Also das wäre das SB und das wäre das SA. Und nach Induktionsvoraussetzung ist daher sowohl SA als auch SB einfarbig. Und auch natürlich ist S die Vereinigung. Wir nehmen jetzt eine Kugel C im Durchschnitt. Da SA und SB einfarbig sind, habe ich alle Kugeln in SA und auch alle Kugeln in SB die gleiche Farbe wie C. Also ist das S einfarbig. Jetzt wissen Sie natürlich alle, dass diese Behauptung nicht stimmt. Sie haben schon mal einen Sack mit roten und schwarzen Kugeln gesehen. Wo ist der Fehler? Jetzt ist kein Fehler mehr in der Behauptung, jetzt stimmt. Ein Baum mit n Knoten hat genau n-1 Kanten. Da sollten sich vorher die Einheit über Graphen anschauen. Ein Baum mit einem Knoten kann keine Kante haben. Ich gehe mal wieder zu Rot zurück, damit Sie das besser sehen. Die eine Kante könnte ja nur als Selbstschleife sein und dann gäbe es einen Kreis. Jetzt haben wir einen Baum mit n plus 1 Knoten. Und da ein Baum zusammenhängend ist, haben alle Knoten mindestens den Grad 1. Wenn es einen Knoten vom Grad 0 gäbe, wäre der isoliert und der Graph wäre nicht zusammenhängend. Und da der Baum ein Wald ist, gibt es mindestens einen Knoten vom Grad kleiner gleich 1. Das habe ich Ihnen in der Einheit über Graphen gezeigt. Jetzt haben alle Knoten mindestens den Grad 1. Es gibt mindestens einen Knoten vom Grad 1, also gibt es so einen Knoten. V, da geht eine Kante raus. Und jetzt gibt es hier irgendwo den Rest, das ist das T'. Jetzt streichen wir das hier weg. Dann kriegen wir einen Baum mit n Knoten. Vorher hatten wir n plus 1, jetzt haben wir n minus 1. Nach Induktionsvoraussetzung hat der hier n minus 1 Kanten. N Knoten. Und das T hat eine Kante mehr, also hat das T genau n Kanten. Jetzt sehen wir uns noch eine Anwendung von Induktion in der Informatik an. Da nennt man sowas Schleifeninvarianten oder Invarianten. Wir betrachten ein Programm zur Berechnung dieser Summe von 1 bis n. Wir setzen ein S auf 0 und dann iterieren wir für i von 1 bis n. Und addieren immer das i drauf auf das s. Ja, und damit bildet man natürlich die Summe von
1 bis n. Und wenn man das noch genauer einsehen will, dann würden wir da sagen, an der Stelle hier gilt immer, dass s ist gleich der Summe von 1 bis i minus 1. Wieso? Wenn wir die Schleife zum ersten Mal betreten, dann ist s gleich 0 und i gleich 1. Also ist s gleich die Summe von 1, wir fangen bei 1 an und hören bei i minus 1, also bei 0 auf. Das ist die leere Summe. Nehmen wir nun an, dass wir ein beliebiges i haben und dass diese Invariante, diese Behauptung gilt vor Ausführung des Rums der Schleife. Wir addieren das s plus i drauf, das i drauf und ersetzen also das s durch s plus i. Also gilt nach der Ausführung, dass s ist die Summe von 1 bis i. Und wenn jetzt i kleiner ist als n ist, dann erhöhen wir das i um 1. Dann erhöhen wir das i und gehen wieder in den Rumpf. Also gilt die Schleifeninvariante wieder vor Ausführung des Rumpfes. Wenn i gleich n ist, dann verlassen wir die Schleife und haben zum einen, dass s gleich ist, die Summe bis 1 bis i und zum einen, dass i gleich n ist, also ist s die Summe von 1 bis n. Und was wir hier durch Induktion beweisen ist, an dieser Stelle ist immer das s gleich dem und an dieser Stelle ist das hier. Und die Art, wie wir das machen, ist, wir sagen, das hier gilt, das ist praktisch die Induktionsannahme. Wir machen hier diese Zuweisung, dann gilt das hier. Und weil wir das hier haben und dann das i um 1 erhöhen, wenn wir in die Schleife wieder eintreten, gilt das hier beim nächsten Eintreten der Schleife. Das war es über Induktion und Schleifeninvarianten.